Wozu kann man das nun nutzen, das Wiki? Da bieten sich an zum Beispiel Brainstorming und führt mit Kommilitonen und Kommilitonen Ideen zusammen, zum Beispiel um ein Projekt zu klären. Da kommt man schon in den nächsten Punkt. Man kann eine einfache Projektplanung vornehmen. Man kann Portfolios gestalten. Man kann aber auch Webquests abhalten bzw. Recherchen dokumentieren. Insgesamt eigentlich ist ein Wiki ein sehr flexibles Medium, weil es halt einfach erstmal gar keine Vorgaben gibt. Das bedeutet aber auch, dass wenig Struktur drin ist. Das heißt, alle Struktur, die es gibt, die muss man selbst hineintun. Es ist sehr unaufwendig einzurichten und zu pflegen. Das heißt, man muss nicht so viel vorher administrieren und strukturieren. Und man braucht eigentlich keine HTML-Kenntnisse. Der Lernaufwand ist relativ gering, wenn man es sehr basismäßig einsetzt. Wenn man es besonders schön einsetzen will, dann wird es doch ein bisschen schwieriger. Es ist ein geringer Initialaufwand, weil erstmal keine externen Werkzeuge braucht. Man braucht nur einen Browser und wie gesagt, wie alle Webseiten-Dienste eigentlich im Internet. Man kann es von überall nutzen. Man hat immer die aktuelle Version und es ist immer vorhanden. Jetzt gibt es verschiedene Wikis, die man sich anschauen kann. In der Mitte nochmal die Wiki-Matrix im Vergleich. MediaWiki haben wir vorhin schon uns kurz angeschaut. Das ist das System, was auch hinter Wikipedia steht. Und ein anderes System ist Wetpaint. Wetpaint ist ein Anbieter, der ein kommerzieller Anbieter. Wobei für Erziehungszwecke das immer noch kostenlos ist. Und für kleine studentische Projekte genauso. Tun wir jetzt mal kurz hier einloggen. Und jetzt kann ich mir mal, sieht man so, was hier momentan an verschiedenen Wikis es gibt. Und ich gehe mal zu meinen Webpaint-Sites, um das zu zeigen. Da warten wir dann. Ja, und hier sieht man, das ist die erste Seite. Hier haben wir eine Tabelle gemacht, wo wir verschiedene Links aufgebaut haben. Das ist aus einer älteren Veranstaltung, wo wir uns mit e-Learning 2.0 beschäftigt haben. Und hier hat man jetzt den Knopf Easy Edit. Und dann kriegt man irgendwie eine Werkzeugleiste und mit der Werkzeugleiste, die hilft einem dann beim Bearbeiten der Seite. Und das sieht so ein bisschen im Grunde aus, wie Sie das auch aus Word kennen würden. Das heißt, wenn wir eine, wir können jetzt hier irgendwie ein Wort anklicken und Fit machen, man sieht nicht diesen Wiki-Code, den man bei anderen, zum Beispiel MediaWiki, also zum Beispiel drei solche kleinen Apostrophe für das Fettmachen von einem Buchstaben. Das ist insofern also viel einfacher und das sichern wir mal kurz. Und was Sie auch noch sehen, da kann man noch sich eine Art Inhaltsstruktur aufbauen, das ist ein Inhaltsverzeichnis. Da kann man auch neue Seiten hinzufügen und muss das nicht über diese Camel Case Wörter machen. Sehr einfach zu nutzen. Insofern sollten Sie sich eins von diesen Werkzeugen auf alle Fälle anschauen. Webpaint und auch die Wikispaces. Die sind eigentlich sehr schön. Ja, das sind auch schon die Quellen. Schauen Sie nochmal in die Zusatzmaterialien hinein. Wikis sind eine einfache Möglichkeit, schnell in den Kollaborationsprozess hineinzutreten. Nachher braucht man vielleicht noch andere Werkzeuge, aber um mal ganz schnell was zusammenzubringen von verschiedenen Leuten, ist es ideal. Und probieren Sie es doch einfach mal aus. Ja? Okay, alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Es gibt auch eine zweite.